Ein Frosch. Todesstrafe, Todesstrafe. Für euch und eure Familien, die solche Brut haben wahr werden lassen. Ja, und damit bin ich weg von der Bildfläche. Und ihr tut euch alle einen Bärengefallen oder erweist euch alle einen Bärendienst. Ihr vergesst mich besser nachhaltig, für immer. Ich vergesse nicht. Das hat sowieso noch ein juristisches, gesellschaftliches Nachspiel. Mit der Schließung YouTubes alleine werde ich mich nicht zufrieden geben. Ich spucke auf euch. Seht ihr? Ich spucke auf euch. Und eure Eltern, die solche Monster wie euch haben wahr werden lassen und nicht erzogen haben. Ja, nicht zu empathischen, sozialverträglichen Wesen, sondern zu abgrundtief hässlichen Wesen haben werden lassen. Ja, die über Leichen gehen, wenn es sein muss. Ja, die Leute in den Tod oder in den Wahnsinn treiben. Ja, oder wie bei mir schon ein paar Mal geschehen in die Psychiatrie. Ich spucke auf euch. Ich spucke auf euch und eure Mütter und Väter und wünsche euch die schlimmsten Leben, die man euch nur wünschen kann. Und einen ganz fulminanten Untergang und Niedergang. Ja? Auf dass Gott euch alle irgendwann mal auslöscht. Bis auf die Wurzel. Jeden einzelnen von euch. Das wünsche ich mir von Herzen. Und damit bin ich jetzt für immer weg. Ich habe AIDS. Ist denn der Landtag so ausgestattet, dass sie mit dem Rollstuhl problemlos überall hinkommen? I'm der Totschlager. The German were afraid for me, der Totschlager. Aber der Totschlager. Zum einen ist das eine Beleidigung, ne? Ist dir schon klar. Und zum zweiten kannst du mich mal dreckigerweise am Arsch lecken, du kleiner Schwanzlutscher. Zum einen das. Zum zweiten solltest du ganz vorsichtig sein, was du sagst. Und zum dritten habe ich hier gerade ein Programm laufen, wo ich deine ID, deine IP und deine komplette Adresse rausgekriegt habe. Und jetzt solltest du ganz vorsichtig sein, was du schreibst und was du machst. Von wegen Urheberrechtsverletzung. Jetzt solltest du ganz vorsichtig sein, was du machst. Und jetzt solltest du ganz genau überlegen, was du jetzt schreibst. Und das nehme ich jetzt zu meinem Vorteil, mein Freund. Und die Anzeige gegen deine Person geht gleich per E-Mail an die Staatsanwaltschaft. Verlass dich drauf. Wenn du meinst, mir sowas zu unterstellen, ich würde Urheberrechtsverletzungen machen und begehen. Ich habe komplett den ganzen Chat mitgeschrieben und mitschreiben lassen. Und das Ganze geht auf CD. Und das ist keine Drohung, das ist ein Versprechen, mein Freund. Jetzt ziehe ich hier andere Seiten auf, du kleines Arschloch. Und das wird auch gerade aufgezeichnet, was ich sage. Ich bin in der Position, gegen dir oder gegen dich sowas zu sagen, weil du in meinen Augen ein kleines Dreckarschloch bist. Mehr bist du nicht. Du bist ein kleines, abgelecktes Würstchen. Mehr ist das nicht. So, und jetzt kannst du in deinen Kanal reingehen. Da fühlen sich gerade mal noch die Ratten wohl, wenn's hochkommt. Wenn du meinst, Leute zu haten, dann bist du bei mir an der richtigen Adresse, mein Freund. Weil wer zuletzt lacht, lacht am besten. Und wenn du meinst, gegen meine Person so eine üble Nachrede anzustellen, hast du jetzt ein Problem. Deswegen kann ich lachen, glaub mir das. Deswegen kann ich lachen und ich lache immer noch zuletzt. Was kannst du? Brot kann schimmeln. Nee, der ist nicht weg. Krieg bis in den Tod. Caput mortum Satanas, du lernst mich jetzt kennen, du und deine Diener auf Erden. Tötet alle satanistischen Juden auf dem Planeten Erde. Die wollen nämlich mein Leben und das Leben meiner Mutter zerstören. Das geht schon seit anderthalb Jahren so. Kampf dem Satanismus, Kampf dem Juden, die Satanisten sind und mein Leben hier systematisch zerstören wollen. Jetzt ist Schluss. Ich war gestern bei der Polizei
Und man sagte auch, das, was sie gemacht haben und angeordnet haben und alles andere ist wohl eine Sache für den Staatsschutz. Nun wissen Sie Bescheid. Caput mortem, Satanas! Caput mortem! Du brichst mich nicht, weder im Leben noch nach meinem Leben. Und ich bringe jeden von euch um, der sich nochmal hier in die Nähe unseres Mietshauses wagt und irgendwas Unkoscheres macht. Ich stelle euch jetzt Fallen und schlachte euch ab im Rahmen des Notwehrparagraphen. Ihr terrorisiert mein Leben und das Leben meiner Mutter nie mehr. Und jetzt wird wahrscheinlich Blut fließen, Selbstjustiz, die gerechtfertigt ist unter moralisch-ethischen Gesichtspunkten, Polizei, Hilfe! Wir werden bedroht seit anderthalb Jahren! Und ihr vom verdammten Justiz- und Polizeiapparat funktioniert endlich mal! Und tut das nicht als Bagatelle oder einen dummen Jungen streichen ab! Muss erst Blut fließen? Muss ich erst Leute abschlachten, die mein Leben und das Leben meiner Mutter bedrohen? Staatsschutz, Staatsschutz, Staatsschutz! Hallo, hier ist euer nun stets friedlicher und angepasst rüberkommender Mimon. Es reicht. Ja, Es reicht. Ja, aber die Leute sind auch noch, die uns sehen es wollen. Es reicht.